Willkommen zu der Review von der SEMA CM048. Ich war auf der Suche nach einer AK-47er Plattform mit Festschaft und war am Überlegen, eine LCT zu holen, aber bin dann über diese SEMA AK gestolpert. Ein paar wichtige Gründe waren, weshalb ich mich dann schlussendlich dafür entschieden habe und nicht für eine LCT. Das eine war natürlich mal erst der Preis. Die LCT hätte mich 350 Euro gekostet. Es wäre von Gunfire gewesen. Und die SEMA ist auch aus Polen, von Taiwan Gun. Hat mich dort gerade mal etwas, ein kleines bisschen über 200 Euro gekostet. Ich glaube 206 Euro waren es. Also das ist schon mal ein großer Preisunterschied. Der andere Grund, wieso ich mich für die SEMA 048 entschieden habe, ist, ich habe ein paar Sachen eben drüber gelesen und wollte mich informieren bezüglich der Qualität und der Verarbeitung. Diesbezüglich gab es nicht nur gute Worte und Reviews, aber etwas hat mich sehr stutzig gemacht. Und zwar hieß es, also hier steht Full Metal Construction, also Vollmetall Konstruktion, aber anscheinend seien einige Stahlteile verbaut. Insbesondere der gesamte Body und ein paar andere Teile. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Und ich habe mal gedacht, ich kaufe sie und schaue mir das mal an. 200 Euro ist jetzt nicht unbedingt gerade die Welt. Und falls es doch nicht das sein sollte, wird es für das eine Projekt, was ich vorhabe, ausreichen. Also öffnen wir mal die Verpackung. Also hier haben wir mal die Bedienungsanleitung. Ihr seht, von der CM048 gibt es zwei Versionen. Es gibt die CM048 und die CM048M. M steht für die AKM-Variante. Das wäre dann eben eine... Die AKM wäre eine modifizierte 47er AK und die 0, also die CM048 ist die Standard, also die klassische 74er AK. Dann haben wir hier noch eine kleine Anleitung, dass man nicht auf Bäume und auf Tiere und so schießen sollte, der Klassiker. Dann bei Taiwan Gun eine Bestätigung, dass die AK vor dem Verkauf, also vor dem Verschicken getestet wurde und auch der Chrono-Bereich, also das Chrono-Testen und ob alles in Ordnung sei, ob nichts wackelt oder irgendwie gebrochen ist. Chrono-Test hat sie 418, 420, 420, 418, 416, 420, 418, 18, 20, 16 wieder abgeschnitten. Also sehr gute konstante Werte. Das ist in Ordnung so. Das vertraue ich auch. Dann öffnen wir hier eben mal ganz die AK auf. Gehen wir mal zum, das was im Paket mit enthalten ist. Wir haben hier mal ein... Hier ein 1200 mAh Akku, der wird ganz okay sein für den Anfang. Dann haben wir hier einen Standard, ein Standardladegerät. Die hier würde ich nicht unbedingt verwenden, das ist nicht wirklich gerade sicher. Es könnte sein, dass dadurch der Akku beschädigt wird oder auch, dass der Akku anfängt zu brennen oder explodiert und das wäre dann sehr schlecht. Und dann haben wir hier ein SEMA AK Magazin, ein Highcap. Die Oberfläche ist ganz gut, muss ich sagen. Die Farbe ist auch irgendwie ein bisschen überraschend gut. Es scheint, als hätte SEMA da ein bisschen mit den Magazinen sich verbessert. Aber naja, sieht immer halt immer noch nach einem Plastikmüll aus. Okay, und nun haben wir eben die CM048. Oh, nein, warte. Ah, hier haben wir noch das Tool zum Einstellen von den Sights. Okay, das war eigentlich schon eh alles, ja. Nehmen wir mal die AK raus. Also, ich bin wirklich begeistert, insbesondere vom Holz. Das ist viel, viel besser, wie ich erwartet habe. Auf den Bildern, nämlich auf der Homepage und das, was ich im Internet gesehen habe, war das Holz viel, viel heller. Und das hier sieht um einiges besser aus wie das, was eben auf den Bildern war. Überhaupt, das Holz hat eine schöne Maserung und auch ein
ein bisschen eine grobe Verarbeitung, was mir aber auch gut gefällt, weil es mich ein bisschen an das Echte eben erinnert. Im Großen und Ganzen eben genau das, was ich wollte, also für mein Projekt. Und jetzt mal zum Testen, was jetzt wirklich Stahl ist, habe ich hier eben meinen vertrauten Magneten. Jetzt schauen wir einfach mal. Das ist Stahl. Das ist nicht Stahl, also die Side-Montage ist aus, wahrscheinlich aus dem Aluminium oder etwas anderem. Der Body ist aus Stahl. Ja. Trigger Guard ist Stahl. Magazin Release ist Stahl. Nope. Nein, das ist kein Stahl. Kein Stahl. Ah. Der Gas Tube ist Stahl. Der Swing Point kein Stahl. Die Cleaning Rod, also der Säuberungsstab hier, ist auch Stahl. Der Lauf ist kein Stahl, das ist auch kein Stahl. Die Sides sind auch kein Stahl. Ja. Der Flashhider ist auch. Moment hier. Also nochmal hier, das ist Stahl. Das ist kein Stahl. Kein Stahl. Der Lauf ist auch kein Stahl. Die Sides sind auch kein Stahl. Aber die der Flashhider ist Stahl. Positiv. Der eben der Cleaning Rod ist auch Stahl. Dann schauen wir mal ganz hinten. Sling Point Stahl und der Akkudeckel ist auch aus Stahl. Also nochmal von hinten nach vorne. Stahl, 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 Stahl. Stahl, Stahl, Stahl. Das ist alles Stahl. Das ist Metall, 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 Metall. Also wir haben eine schöne, ich sag mal, 50-50 Aufteilung, obwohl die größten und ich möchte auch sagen wichtigsten Teile wie der Body eben auch wirklich aus Stahl sind. Das ist wirklich sehr, sehr erfreulich, insbesondere eben in diesem 200-Euro Preisbereich. Kommen wir jetzt mal zu einem Eindruck, was das Ganze sagt, also macht. Also es ist ein Stahlbody, das ist schon mal sehr, sehr schön. Es gibt aber natürlich auch ein bisschen ein Gewicht. Auf dem Body haben wir keinerlei Markierungen. Das Einzige, was wir haben, ist eben Semi und Outdoor. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Aber im Grunde sehr originalgetreu verarbeitet das Ganze. Gefällt mir sehr gut. Das hier ist übrigens... Sima baut für gewöhnlich Tokyo Marui Klone. Und bei der CM048 haben sie das nicht gemacht. Bei der CM048 haben sie nämlich einen VFC-Klon gebaut. Daher ist die Bauweise ein bisschen anders, aber ist auch um einiges besserer. Da hier keine Schrauben eigentlich verbaut sind. Im Großen und Ganzen sind vielleicht gerade mal 5 oder 6 Schrauben verbaut. Beim Motor. Das Hubbub 2, der hinten für den Akku 2 und ja, ich glaube das war's. Alles andere ist eben wie beim Original mit Stiften und Hebeln fixiert. Was wir dann noch zeigen werden, weil ich werde das Ganze dann auch noch zerlegen hier vor Kamera. Und ja, was auch noch gleich von Anfang an verbaut ist, ist ein Metall-Hubbub. Aber im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr originalgetreu, das Ganze sehr, 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 sehr schön verarbeitet, eben um einiges besser, wie ich es erwartet habe. Und perfekt für das Projekt, was ich vorhabe. Zum Projekt, was ich eben vorhabe, mal schnell gesagt, was das überhaupt wird. Ich werde hier die Holzgarnitur wechseln gegen originales Plum aus Russland. Den 74er Schaft werde ich gegen einen AKM Schaft wechseln. Der wurde von mir bearbeitet und zerlegt. Er wurde innen drin ausgefräst, damit er wieder das Akkufach hat. Also ich werde sie nicht nach vorne verkabeln müssen, sondern ich werde einfach den Schaft wechseln und werde dann hier eben meinen AKM-Schaft drauf haben. Der Griff wird bleiben, der ist mir gut genug, das passt. Das war es dann eigentlich auch schon, was dann gleich noch dazu kommt, dann eben, aber das wird im Spiel nicht verwendet werden, ein Granatwerfer. Und dann aber noch ein PBS Schalldämpfer. Das Schöne ist auch, dass das hier ist ein 500 mm Lauf. Das heißt, der Lauf geht bis hier in den Flashhider rein. Also der geht von hier bis hierher, der Lauf.
Das ist ein wirklich mordslanger Lauf. Und ist auch ein bisschen ungewöhnlich für SEMA AKs. Aber wie schon eben gesagt, das ist keine Tokyo Marui Konstruktion, sondern eine VFC Konstruktion. Gut, als nächstes werde ich sie dann jetzt zerlegen. Und dazu werde ich ein bisschen jetzt Werkzeug brauchen, also ein kleiner Schnitt wird hier jetzt dann folgen. Also das erste, was wir zum Zerlegen machen, ist, wir nehmen die Topcover ab. Ziehen die Räder raus. Lassen den, genau, die Sicherung runterdrücken, damit sie uns nicht weg ist. Jetzt nach hinten ziehen und dann einfach nach hinausziehen. Also nochmal gezeigt hier, von seitlich, wir ziehen es ganz nach hinten und ziehen es dann einfach raus. Dann haben wir hier Ansicht auf zwei Schrauben. Obwohl, ja doch, gut, das ist jetzt kein Problem. Wir können die Schrauben jetzt mal lösen. Auf die Seite. Dann heben wir hier den Hebel nach oben. Wir können da die Gas-Tube hinausziehen. Hier diese Metallplatte nicht verlieren. Dann haben wir hier auch einen kleinen Hebel. Jetzt nehmen wir hier diesen kleinen Schraubenzieher und stellen den ein bisschen nach draußen. Dadurch kann ich ihn auch heben. Dadurch kann ich jetzt eben den unteren Handbart entfernen. Obwohl, da wird jetzt der Putzstab ein bisschen im Weg sein. Das empfehle ich den jetzt auch. Ich ziehe ihn einfach raus. Und jetzt mit ein wenig ziehen und drücken. Entfernen wir den Handguard. Hier haben wir ihn. Okay, ich drücke jetzt noch die Pop-Up-Kamera nach hinten. Gut, ihr seht jetzt, hier ist dieser Bolzen. Und hier auf dieser Seite ist wieder der Bolzen. Hier, also ich weiß nicht, ob man es jetzt wirklich gut erkennt, aber man sieht, der Bolzen ist hier gerillt. Das heißt, es ist das Ende, wo es hinausgehen muss. Wir werden das eben, den Bolzen jetzt dann eben jetzt rausschlagen. Jetzt nehme ich hier wieder den flachen Schraubenzieher. Und da ist er schon raus. Hier ist der Bolzen. Und jetzt können wir ganz sachte wirklich schon. Okay, ich habe meinen Fehler erkannt. Anscheinend hat SEMA da nochmal etwas dran an den Arbeiten vorgenommen gehabt, weil das war mir etwas sehr Neues. Vielleicht war es mir aber auch wirklich unbekannt. Hier am Sideblock oder Gasblock habe ich hier noch diesen Pin hier rausgeschlagen. Dadurch kann man den Block hier auf die Seite schieben. Und dann kommt man hier zu diesem Loch, in dem sich diese Madenschraube befindet. Nachdem ich diese Madenschraube entfernt habe, kann sich jetzt der Lauf eben nach außen bewegen. Wir müssen das aber hinten behalten. Wir können jetzt den Lauf eben rausziehen. Vorsichtig aber. Damit wir das Ganze nicht verbiegen. Dann haben wir hier die ganze Front. Und jetzt können wir den Lauf mit dem Samthub hinausziehen
Da haben wir jetzt das Hubhub mit Lauf. Und dann haben wir hier den Rest von der AK Body. Okay. Als nächstes entfernen wir hier diese Schraube hier, die den Griff am Motor Cage festhaltet. Dann nehme ich hier einen Schlitzschraubenzieher und entferne die Kappe. Dann habe ich hier wieder einen Stern, eine Kreuzschraube. Löse ich hier die Schraube. Vorsichtig jetzt, hier sind einige Teile. Okay. Und jetzt sollte ich ganz einfach die Gearbox aus dem Body heben. Verkabelung machen wir jetzt ein paar Probleme. Da haben wir jetzt die Gearbox. Komm schon. Okay, die Kabel machen es mir nicht leicht. Ich werde jetzt den Schaft abnehmen. Ja, nun endlich. Durch das Problem, dass sie die Kabel hier im Schaft verheddert haben, konnte ich Kabel nicht weit genug rausziehen. Hier den Stecker zu lösen. Und jetzt brauche ich ein kleines Messer. Endlich entfernen. Vorsicht mit dem Fire Selector Plate, die kann rausfallen. Unglaublich, der Schaft ist extrem stramm drin und bewegt sich so gut wie gar nicht hinaus. Oh, okay, jetzt haben wir ihn abbekommen. Dieses Metallplättchen hier hat den hinteren Bereich ein wenig blockiert, daher ist er schwer abgegangen, aber ja. Hier haben wir dann jetzt eben die komplette Disassembly der CM048 und ja, die Gearbox an sich macht keinen allzu schlechten Eindruck bis jetzt. Ich sehe aber schon Plastiknase und ja, ein paar der Schrauben könnten angezogen werden. Überhaupt ist das ist eine D-Boys, oder? 020C, ich glaube, das ist eine D-Boys Gearbox. Interessant. Eine D-Boys Gearbox ist in einer Sima AK. Aber gut, es wird seinen Zweck erfüllen. Wird dann anfangen. Ja, es war ein bisschen schwieriger, wie ich gedacht habe, weil es ein wenig anders war. Und schlussendlich noch die blöde Verkabelung. Aber ja, danke fürs Anschauen und einen schönen Tag noch.